Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal, und zwar auf der Galgenberg. Die Galgenberg in ganz normaler Version, nicht in der Vierfachversion, sondern ganz normal die Galgenberg, die ihr auch im Modhub findet. Direkt von Anfang an möchte ich sagen, ihr seht ja, dass ich keine Cam anhabe, weil ich dachte mir, dieses Projekt, da kann ich so easy peasy immer dann mal aufnehmen, wenn ich dann auch mal Zeit habe und ein bisschen gechillt hier auch, sag ich mal, mich hinpflanzen und einfach mal nur das Gameplay genießen, ohne mich auf die Cam so mehr oder weniger zu konzentrieren. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob das für euch okay ist oder auch wiederum nicht, oder ob ihr sagt, ne, mach Cam an, alles gut, dann werde ich das nämlich versuchen, in irgendeiner Form dann auch dann so umzusetzen. Nur so ist halt mein Gedanke. Warum, wieso, weshalb hier die Galgenberg? Ich habe tatsächlich gedacht, weißt du was, so brauchst einfach auch mal eine andere Map, die ein bisschen größer ist als so diese Alteiche oder Frühling oder so, ne? Ein bisschen was größer und einfach eine schöne Map. Und deshalb dachte ich mir, da ist genau passend die Galgenberg. Ja, und wie sieht das aus jetzt hier, dieses Projekt? Wir werden einfach ganz gechillt uns wieder was aufbauen. Einzige, was ich habe, ist ein Hof, ich glaube zwei, drei Felder. Wir haben einen Kontostand von 2,2 Millionen und wir haben dieses schöne Fahrzeug hier von Kubota. Mehr haben wir einfach nicht. Alles andere müssen wir uns irgendwie, sehen, dass wir das gebacken bekommen, dass wir das uns aufbauen, ne? Ja, wir setzen uns einfach mal rein und fahren jetzt einfach mal. Wir fahren jetzt einfach mal zum Hof. Und ja, wie gesagt, also vorweg sei noch gesagt, ich bin mal wieder komplett eskaliert hier mit den Mods. Und da jetzt eine Modliste zu machen, Leute, ich glaube, das würde tatsächlich den Rahmen komplett sprengen. Also seid mir da nicht böse. Grundsätzlich sei gesagt, ihr habt natürlich komplett freie Hand, was ihr an Mods mit draufnehmen möchtet. Ich habe mich tatsächlich sehr auf den Modhub begrenzt, außer zwei oder drei Skripte. Mehr habe ich nicht von außerhalb hier drauf, und zwar, das sind nur zwei Skripte von LSFM bezüglich, da der Drescher stehen bleibt, wie auch und ich glaube verringerte Wartungskosten. Ich glaube, das war das. Aber sonst ist alles, was ich mit drauf habe, aus dem Modhub. Und wie gesagt, sollte da irgendetwas sein oder ihr habt Fragen, dann kann ich das gerne erläutern und sage ich euch, oder ich sage euch auch, wo ihr den findet, unter welcher Rubrik oder wie auch immer. Auf jeden Fall alles, was ich mit drauf habe, außer so ein, zwei, drei Sachen, die sind gegebenenfalls dann noch außerhalb des Modhubs, aber das werde ich, wie gesagt, dann erklären. Ja, wie gesagt, also ich hatte nochmal richtig Bock auf die Galgenberg und ich dachte, wenn du jetzt eh anfängst, hier ein bisschen was zu zocken, dann stellst du dir auch mal einfach mal ein paar Dinge mal zusammen, worauf ich echt mal Lust habe in diesem Projekt, ohne Stress, ohne irgendwas, und mach da auch zeitgleich dann Aufnahmen zu und macht da sozusagen ein Projekt draus. Ich habe mir gedacht, welchen Namen gibst du dem Kind? Das ist schwierig. Ja, das Wort schwierig taucht sehr, sehr oft auf, aber es beschreibt im Endeffekt wirklich den Stand dessen. Es gibt so viele Namen für Projekte oder auch Ideen, aber im Endeffekt bespielt man ja auch irgendwo so die Karte, ne? Und das ist ja auch in meinem Fall so. Und deshalb dachte ich mir, das nennt sich jetzt einfach das Galgenberg-Projekt. Warum denn nicht, ne? So, hier sind wir jetzt am Hof. Also wenn sich einer fragt, wie hast du denn da wie, wo, was gemacht? Die ganzen Maschinen, die zugeschrieben worden sind, die hatte ich erstmal verkauft.
und alles entfernt gemacht und getan, weil ich gerne von meiner Seite aus den Hof gerne selber aufbauen wollen würde. Ja, ja, außer der Wauwau, der ist natürlich immer da. Ja, und jetzt sind wir natürlich hier am Ort des Geschehens und wir müssen uns definitiv mal einen Überblick verschaffen, wie, wo, was, ne? So, wie gesagt, wir haben keinen Stress. Im Endeffekt geht das sogar auch, wenn ihr hergeht und sagt, ach, ich möchte gerne da auch in irgendeiner Form was mitspielen oder wie auch immer. Könnt ihr gerne machen. Die Galgenberg mit den zusätzlichen Mods findet ihr natürlich auch im Mod-Hub. Könnt ihr euch runterladen. Und dann könnt ihr euch das alles so bestücken, wie ihr möchtet. Ihr seht, gegebenenfalls, jetzt muss ich hier reinwechseln. Also da, hier seht ihr nochmal, das ist die normale Galgenberg. Und ihr seht natürlich auch, ich habe Autodrive mit hier draufgenommen. Einzige, was ich jetzt noch nicht drauf habe, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, ist Cosplay. Aber eins nach dem anderen. So, wir gucken mal gerade. Wir haben natürlich auch hier alle DLCs mit bei. Das heißt, wir haben hier rote Beete, Karotten, Pastinaken und. Ja, so. Spielstand erstellt habe ich mir im Endeffekt als einfacher Bauern und habe den dann nochmal angepasst, so für mich, wie ich es gerne spielen möchte. Aber grundsätzlich sieht es jetzt so aus, dass wir diese Felder, wir haben, jetzt lass mich gucken, wir haben unseren Hof. Wir haben hier oben noch Feld 76, das finde ich etwas weit weg und wir lassen das einfach mal da. So können wir auch mal die Umgebung ein bisschen was begutachten. Dazu haben hier unten auch nochmal zwei Felder. Müssen wir erstmal gucken, wie das alles aussieht. Hier das eine Feld, die 53 haben wir auch. Und natürlich könnten wir uns zum Beispiel noch hier die 119, die könnten wir auch noch nehmen. Dann gehört uns die auch. Dann haben wir so ein bisschen das ganze Areal hier für uns. Dazu kommt dann noch zum Beispiel hier oben die Halle. Die könnten wir auch noch. Die kostet jetzt nette Welt. So. Ja. Dann gucken wir mal, womit fangen wir an, womit hören wir auf? Ja, ne, womit fängt man eigentlich an bei sowas? Wir können ja erstmal gerade hier hintergehen. Ich war am Überlegen, ob wir nicht hier auf dem Feld, ob wir das irgendwie begradigen und eventuell hier uns ein paar Gewächshäuser oder so hinstellen. Das können wir aber nach und nach mal gucken. Aber das Beste wäre ja erstmal so den Stand der Felder zu begutachten. Was ist wo drauf? Was müssten wir machen, um überhaupt mal Felder ready zu bekommen? Das wäre, glaube ich, jetzt so erstmal der erste Punkt, ne? Also hier sehen wir, das ist gepflügt. Das ist ja nur dieses kleine Feld hier. Vielleicht kann man hier auch wirklich hergehen und sagen, hier macht man einfach Gras drauf, tut man ansehen. Und die anderen, jetzt muss ich gerade mal gucken hier, das wäre die 81, 86, da wäre ja so im Endeffekt kein Gras, da wäre nichts drauf. Das muss aber gepflügt werden, ist aber ein Saatbett. Okay, naja gut, das heißt also, wir müssten mit Pflügen starten. Da ich ja sowieso so ein großer Verfechter von Pflügen bin, nehmen wir auch dementsprechend dann einen Tiefenlockerer, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da gehen wir jetzt einfach mal hier ins Händlermenü rein und gucken uns einfach mal bei Tiefenlockern um. Und zwar habe ich da auch ein paar Mods mit draufgenommen. Und zwar haben wir einmal die Option hier von Lizard. Combinable 300 oder 600, können wir bis zu 6 Meter, bräuchten 200 PS. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel auf 100 PS zu gehen oder 130 von der Marke, entweder 3 Meter, 4 Meter, doch 4 Meter. Dann könnten wir den auf- und zuklappen. Farbe könnten wir jetzt auch noch auf grau machen, bräuchten wir 130 PS. Ne? Ist so die Frage. Ich würde das gerne mal machen hiermit, weil das
denke ich mal, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber das wird mir gleich erfahren. Was war hiermit? Mit Schutzleiste? Okay. Ja, das wäre 3 Meter. Also ich, da gibt es ja noch zu diesem Ermo, gibt es ja noch einen zusätzlichen Mod. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, das wird mir gleich in Erfahrung bringen. Ich will hoffen, dass das alles so klappt. Ja, gucken wir mal. So. Weil viele von euch ja auch wissen, dass ich so ein Case-Fan bin, würde ich aber gerne mal in diesem Projekt wirklich mich mal auf etwas anderes konzentrieren wollen oder auch mal testen und ausprobieren, und zwar auf dem Valdra, auf zumindest mal als einer der Anfangstraktoren mit ziemlich guten PS, ne? So. Und dadurch, jetzt nehmen wir auch mal andere Bereifung. Jetzt nehmen wir mal Nokian-Bereifung. Kann man die auch als Reifendruckanlage? Also dieses Valdra-Pack, das gibt es auch im Mod-Hub. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Das findet ihr auf jeden Fall unter Valdra-Pack. So, wir könnten jetzt Standard-Dach oder wir könnten Skyview. Dann haben wir hier hinten auf. Obwohl, kommt das nehmen wir. Kostet zwar dann was mehr. Rückvereinrichtung würde ich auch gerne mal mit reinmachen. Ne? Panoramafenster lassen wir auch. Rundumleuchten tun wir beide. Geschwindigkeitssticker. Ich denke mal, der ist ja dann hinten dran oder so. 60. Oh ne, dann lass mal weg. Teppich. Ich weiß nicht, ob wir einen Teppich brauchen. Ich bin halt nie so ein... Oh, obwohl, sieht ja schon schnieker aus. Aber der wird immer so dreckig. Der wird immer dreckig. Hm. Nee, wir lassen mal weg. Dieseltank-Variante. Plastik. Edelstahl. Ne, Edelstahl sieht wiederum komisch aus. Ich würde einfach mal den Plastiktank lassen. Wir bauen einfach mal einen Frontlader da dran für Quicke. Dann haben wir im Notfall auf jeden Fall die Option. Dann können wir noch diese spezielle Lackierung hier machen, Unlimited Lackierung, da könnt ihr euch auch durchklicken, wobei ich da auch schon wieder so schon richtig cool finde, ne? Getönte Scheiben, GPS nehmen wir auch mal mit rein, ich habe zwar VCA hier drauf, aber ich möchte das gerne mal mit GPS. Ja, ich bin nicht so viel mit GPS unterwegs, aber bekommen wir ja natürlich auch in irgendeiner Form hier geregelt, dass wir das mal uns einverleiben, sage ich mal. So, jetzt nehmen wir noch ein schönes Gewicht dazu und dann fahren wir jetzt erstmal aufs Feld und werden mal... Was nehmen wir denn? Ich hatte doch hier noch... Ach ja. Dann nehmen wir das. Grau. Obwohl, das lassen wir. Ja. Wir haben 2 Tonnen vorne dran. Gut. So, dann werden wir jetzt mal hier gucken, wo sind wir denn rum. Wir werden auf jeden Fall auf die 81 fahren. Dann steigen wir mal hier ein. Schön. Und wie ihr seht unten rechts, ich habe auch das AdBlue-Paket mit drauf. Also so ein paar Mods habe ich dann natürlich auch noch mit die draufgepackt. Ja, manuelles Ankuppeln und das Menu Attach und was weiß ich, Menu System und. Also ich habe so einiges hier drauf. Ich habe Interactive Control habe ich mit die draufgepackt und. Also wie gesagt, das wird hier kein Stressprojekt, so eins nach dem anderen. Ich denke mal, das wird auch so wirklich sein, dass ich gewisse Dinge hier so handhaben werde, dass ich die definitiv mit euch hier, sage ich mal, in den Videos mache, ohne jetzt im Endeffekt da irgendwas vorzuarbeiten oder sei es sonst was. Man kann wirklich hergehen und sagen, wir gehen her und machen vielleicht mal irgendwo den Anfang und erstellen dann einen Cosplay-Kurs und lassen dann den Cosplay-Mitarbeiter, sage ich mal,
einfach die Arbeit dann vollenden. Und in der Zeit können wir natürlich auch schon was anderes machen. Also viele Sachen sind auf jeden Fall hier drauf gekommen, auch an Mods. Wie gesagt, ich mache mir da auf jeden Fall gar keinen Stress. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt. Erstens, ob das für euch okay ist, wenn ich das auch ohne Cam mache. Oder ihr sagt, nee, mach mit Cam, das ist viel cooler. Ist gar kein Problem, eure Meinung entscheidet dann da. Und ja, wie gesagt, wenn es euch auf jeden Fall gefällt, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne noch ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video hier auf dem Kanal. Ja, wann kommen die Videos? Auf jeden Fall kommt am Sonntagmorgen eins. Und ja, ihr könnt mir da auch gerne mal eure Ideen und Wünsche zusätzlich in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie viele Folgen ihr gerne hier von der Galgenberg sehen wollen würdet. Würde mich freuen. Ich sag einfach mal, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis denne. Tschüssi!